Oh, da sind wir wieder. Und zwar haben wir schon mal angefangen hier zu säen, das erste Feld. Wenn der Weizen heute Abend fertig wird, habe ich Zweifel, dass ich ihn nicht dreschen kann, weil das sieht die Wettervorhersage. Ja, klasse. Könnte sein, dass es pisst. Jo, hier liegt jetzt Roggen. Der darf dann mal noch weiter wachsen. Weil Roggen hat erstmal den Vorteil, ich krieg Schwart raus, ich kann Stroh rausballern. Und Punkt 2, da muss ich zwar mehr düngen, aber scheiß drauf, ich brauche das Stroh sowieso. Und Punkt 2, ich kann es oben hinbringen zur Mühle. Weil bei mir ist es fast voll auf dem Hofsilo. Also so viel, wie ich es haben will, ich will es so ab 50.000 haben. Und dann kann ich da mal was zur Mühle bringen. Oder wie heißt es? Mehlfabrik? Ja, ist mir ja scheißegal. Es ist eine Mühle, fertig aus. Kann ein bisschen Mehl herstellen, damit wir mal anfangen können, Brot zu backen. Ich habe auch schon ein bisschen was. Können wir eigentlich gerade mal hinschauen, ob da schon was passiert ist. Ich habe schon ein bisschen Raps an die Raffinerie gebracht. An die Biodiesel- oder Ölfabrik, wie da steht. Das können wir uns auch dann mal abholen. Hopefully zumindest. Und jetzt werden wir uns gleich eine Sämaschine kaufen für das große Feld, das wir mittags besäen, das Feld 1. Das ist allerdings schon untergegrobert, weil da drauf lag ja Raps. Und Raps gibt sowieso keine Schwartablage, von daher kann man da auch durchaus Chopped Straw anlassen. Und so, ja klasse. Jetzt wird es wieder ein bisschen fickrig hier, bis der Helfer wirklich läuft. Och, nerv halt nicht, komm jetzt. Fang das Fahren an. Junge! Fahr jetzt zu? Ist denn das so schwer? Du sollst jetzt zufahren. Junge, danke. Mein Gott. Keiner von euch hat die Arbeit erfolgreich beendet, aber naja. Es steht halt mal da. Gut, ja, genau. Und dann wird jetzt gleich, jetzt gucke ich mir erstmal an, was der hier treibt. Und dann wird gleich eine Maschine gekauft. Ah, aktueller Anlass. Ich habe so schön gesagt, ich sehe es nicht ein, hier gewisse Sachen freizuschalten, nur wegen dem Spiel. Naja, es stellt sich raus, man muss nur hartnäckig sein und sagen, du, ich möchte euch eigentlich relativ viel Kohle rüberwachsen lassen, aber das geht nicht. Was können wir denn da machen? Tja, jetzt soll ich auf einmal überweisen. Und soll ihnen dann Bescheid geben, soll ihnen nochmal einen Verwendungszweck geben, meinen Namen, zack, bim. Haben mir alle Daten gegeben, wunderbar, habe ich gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Wenn ich innerhalb der nächsten 3 Tage nichts höre, dann wird das Geld sowieso zurückgefordert. Weil das geht ja jederzeit. Ha! Dann hat sie die Geschichte erledigt. Aber ansonsten ist es ein feiner Zug. Das ist er dann. Es geht schon, wenn man will. Ne? Es geht schon. Ja, denn wenn die halt gesagt haben, dann werden die das bei dem Kickstarter dann eben selber von sich aus machen und warten halt jetzt dann noch, bis meine Kohle auch wirklich bestätigt da ist. Einmal gucken. Morgen müsste ich ja eigentlich dazu meine Info kriegen. Hat jetzt allerdings 2-3 Tage gedauert, bis die geantwortet haben. Ich glaube, es waren 2-3 Tage, bin mir nicht mehr sicher. Gestern Abend. Habe ich es gestern Abend gesehen? Ja, gestern Abend habe ich die Nachricht gesehen. Ja, mal schauen. Wäre natürlich ganz nice, dann kann ich es vielleicht doch schon ab März zocken. Und vor allem habe ich dann trotzdem diese Option, 4 Jahre lang nichts für DLCs zu zahlen, weil das all-inclusive ist, ja. Passt schon. Ne, das gefällt mir ganz gut, das Projekt. Da habe ich gesagt, machen wir mal. Gut, jetzt lassen wir den hier mal rumblödeln. Und wir gehen mal zum Shop. Wir brauchen nämlich eine Sämaschine, die in der Lage ist, Mais zu säen. Ich würde dazu gerne eine große Direktsaatmaschine nehmen. Also brauchen wir die hier. Jo. Und die hat auch Dünger mit dabei. Das ist sehr schön. Nicht nur Saatgut, sondern Dünger auch. Sieht man da an den 2 Symbolen, was befüllt werden kann. Ist genauso wie hier. Im Gegensatz zu der originalen. Ja doch, die hat das auch. Warte mal, welche hatten das nicht? Verdammt, die haben das alle. Ich will doch mal schnell eine zeigen, die das nicht hat. Die zum Beispiel, die hat nur Saatgut. Die habe ich ja auch. Die habe ich, glaube ich, im Moment. Ne? Die hat nur Saatgut. Hier ist nur Saatgut zu sehen. Aber eben die hier hat den Dünger auch drin. So, die schnappen wir uns jetzt. Ja, Direktsaat ist ja nicht Quatsch. Ich brauche eigentlich keine Direktsaatmaschine. Weil ich ja sowieso immer vorher grubbern muss. Wegen Chopped Straw. Naja, nee, komm, wir nehmen die, passt schon. Jawohl, kaufen. Wie viel PS braucht die? 180 PS. Naja, dann kann die ja sogar von dem anderen Träger abgeholt werden, fällt mir gerade auf.
So ein bisschen Holz habe ich gemacht, da gucken wir auch gleich nochmal hin. Hackschnitzel hat dann auch funktioniert. Die reagieren manchmal ein bisschen langsam, bis das reagiert hat, hat es ein bisschen gedauert, aber okay. Hier. Das wird schon wieder leer gelaufen sein, nehme ich an. Ich habe das vorhin rein. Oder läuft es noch? Nö, ist leer. Ist schon wieder leer. Holz ist leer, aber dafür haben wir jetzt Hackschnitzel 66.000. Wir werden mal mit dem Frontlader also hierher fahren und werden von den Hackschnitzeln mal ein bisschen was da drüben reinballern. In der Hoffnung, dass das als Brennstoff zählt. Aber wohl nicht hier, sondern ich denke mal, das muss man hier hinknallen. Das wird der Brennstoff sein, wo eben auch die zwei Schlöte sind oder was. Ne? So. Gut, den Trecker habe ich gesucht. Den ersten. Los geht das. Holen wir uns mal die Sämaschine. Oh, hauaha. Wen geizt hier um die Kurven, ne? Egal. Mit Lenkrad geht's schon. Hat die Arbeit erfolgreich beendet? Da habe ich Zweifel dran, Junge. Weil du hast da einen Streifen stehen lassen. Den werden wir gleich noch berichtigen. Das habe ich doch schon gesehen. Sieht doch blinder mit dem Krückstock. Blöd, Mann. Da steht sie, das gute Stück. Ja, da stehen immer noch die Ballen, die Ballenaktionen. Dinger, die wir noch nicht mal benutzt haben. Die müssen wir auch mal machen. Jetzt beim Weizenfeld wahrscheinlich, da wird einiges rumgucken. Ui. Beim Weizen wird einiges rumgucken. Oh, was hängt so? Holla, die Waldfee. Nur diese Maschine kann ja wohl nicht ein Problem sein, oder? So. Falsch rum. Super. Ja, das ist halt, wenn man nicht nach vorne rausguckt und nicht genau sieht, was man macht, ne? So, da haben wir sie. Natürlich müssen wir das ja erst auffüllen. Dünger wie auch Saatgut, ist alles leer. Egal, kriegen wir hin. Brauchen aber jetzt den Vorwärtsgang, bitte. Eigentlich können wir ja mal die scheiß Infobox hier rausballern, ne? Braucht ja kein Mensch. Jetzt gerade. Zumindest nicht. Hui, ich mache hier ein Gefahrezam. Kümmt was? Nö? Gut. Wenn doch, jetzt hat er eh verloren. Ha! Da kommt was von vorne. Hat auch verloren. Egal. Ah ja, der kam ja fast gut vorbei. Der musste ja nur kurz abbremsen vielleicht. Mir wurscht. Vorsicht, landwirtschaftlicher Verkehr. Wir haben einen Bauernhof hier. Ja, also machen keinen Stress. Ach so, warte mal. Ich muss halt von ganz vorne rein, weil ich muss ja eh an die Saatgut- bzw. Düngerhalle, die ja hier steht. Und diese Halle da ist wohl nichts zum Lagern für Stroh, sondern das ist der Strohverkauf. Ja, das nützt mir natürlich nichts. Also links das Ding, ne? Das da. Das bringt mir natürlich gar nichts. Ja, jetzt können wir auch genauso gut von außen fahren. Dann sehen wir vielleicht besser, wenn die Maschine da ist, wo sie hin muss. So, füllen. Jetzt füllt sich schon mal Sämaschine. Gut, wir wollen aber dann keine Sonnenblume anpflanzen, sondern, ne, auch keine Sojabohne. Das da, Mais. Körnermais. Wir werden einen Teil vielleicht sogar wirklich einfach nur dreschen. Dafür braucht man dann allerdings auch noch ein Maisgebiss. Und den anderen Teil werden wir dann logischerweise häckseln. Ach, ich bin ja so dumm. Hier ist doch nur Saatgut. Hui. Das andere ist an der anderen Seite. Da war ja was. Dünger ist doch nicht hier. Ja, ich sag mal, diese Direktsaatmaschinen werden wir mit diesem Dünger befüllen. Dann werden wir halt irgendwie so frei nach dem Motto sagen, das ist selbst zur Seite gelegte Dünger oder Gülle oder sonst was. Ja, das passt dann schon. Egal. Weil es passt ja sonst nicht zum Bio-Aspekt, ja, den wir eigentlich haben wollen. Ja, mal gucken. Ich warte jetzt mal noch ab, ob nicht... Das Spiel ist jetzt 4 Monate alt. Immer noch nicht mal, ja? Noch nicht mal 4 Monate alt. Ich warte jetzt mal, ob jemand auf die Idee kommt, da eine Pflegebereifung an einen Miststreuer oder einen Güllefass ranzumachen. Kann ja durchaus sein. Aber das wird teuer. Naja, egal. Wir haben's ja. Wir haben's ja.
Also ja, immer noch 200.000, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt ein Class Jaguar, wenn man mit dem starten, der kostet in der Grundausführung nur 215.000. Ich meine, gut, ich nehme die stärkste Variante. Naja, dann sind wir vielleicht mit 300.000 dabei, okay. Dann brauchen wir noch ein Gebiss. Also ein Häckselschneidwerk. Gut, 350.000, dann haben wir immer noch fast 2 Mille. Also, total geil. Kriegt man hin, da braucht man einen schönen Ladewagen, schönen Silage-Ladewagen. Und dann kann das voll losgehen hier. Dann müssen wir nur warten, bis der Mais gewachsen ist. Ja, sag mal, bist du jetzt bald voll? Danke. Mein lieber Mann, was hat denn der Scheiß jetzt gekostet? 8,4, es geht ja eigentlich noch. Kam ja mehr vor. Wo muss ich hin? Ah ja, okay. Jetzt fahren wir mal kurz mit Tastatur. Das schaffe ich jetzt mit dem Lenkrad nicht mehr. So, ohne weiteres. Da komme ich nämlich nicht so geizig rüber, wie ich jetzt hier rüber muss. So, und jetzt müssen wir eh warten. Bis Mittag, weil das Feld will ich erst am Mittag besäen. Ja, das ist hier nur ein Feldweg. Wer jetzt hier durchfährt, hat Pech gehabt. Der soll lernen, dass er öffentliche Straßen zu benutzen hat und keine Schleichwege. Penner. Gut. Ja, du bist nicht fertig. Ich weiß nicht, wo du jetzt denkst, dass du fertig bist, ne? Also ganz bestimmt nicht. Wie kommst du auf die Idee, dass du fertig bist, hä? Musst du mir schon mal erklären. Na also, geht doch. So, jetzt bist du wirklich fertig. Gut, dann ist das alles schon mal eine Stufe gedüngt. Ist schön besät und jetzt müssen wir warten. Aber Roggen und Hafer gehen ja eh zu schnell, das haben wir ja gesehen. Die stehen in der Groß-XML nicht richtig drin, die müsste man vielleicht nochmal ändern. Oder wir leben einfach damit, ist ja auch egal. Dann haben wir das. Ja, und Holz habe ich auch nochmal einiges rein, Holzstämme. Das heißt, jetzt werde ich mir mal schnell die Dings schnappen. Den... Ja, hier von denen keinen. Nee, den ganz normalen Frontlader, der am Trecker dran ist. Du kannst mal hier stehen bleiben. Vielleicht muss ich die noch putzen. Weiß ich noch nicht. Na, dich brauche ich nicht. Dich auch 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 nicht. Scheiße, du wärst gewesen. Okay. So, wir sollten vielleicht... Wo haben wir denn das Gewicht hingeschmissen? Liegt das irgendwo da hinten rum? Wahrscheinlich bei der Silage, oder? Das müssen wir mitnehmen. Weil sonst kippe ich gleich voll vorne über, wenn ich jetzt da oben anfange, Hackschnitzel einzuladen. Da ist es. Ja, gib mir das. Und dann geht's zur Holzverarbeitung. Den kriegt man auch bevor er da ist, kriegt man den. Badge. Penner. So lahm wie der haben wir keine Lust zu fahren. Schön vorbeigestochen. Jo, so ist also jetzt der Stand der Dinge. Wir haben Roggen hingesät schon wieder, werden das dann verarbeiten, auch in der Mühle. Sind jetzt kurz davor, Mais zu säen. Und ich werde jetzt ein bisschen Hackschnitzel verteilen von der Holzverarbeitung. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass man die eben daher ballert und in die eigentliche Holzverarbeitung als Brennstoff knallt. Müsste eigentlich gehen. Weil ist ja im Heizkraftwerk genauso gemacht. Wäre also schon ganz nice. Das ist der Depotverkauf, glaube ich, ne? Da muss ich dran vorbei. Ja. Die Holzverarbeitung ist dann erst da unten. Die ist ein weißes Symbol, ist ja kein Verkaufs- oder Abkippgeschäft, sondern eben eine Produktion. Alle weißen ist ja Produktion. Ich müsste auch mal auf die neue Version der Karte natürlich, weil es gibt nämlich jetzt auch eine Bierproduktion und so schöne Scherze. Aber müssen wir mal gucken. So, da sind wir. Da sehen wir schon so einen Holzhänger stehen. Ja, ich habe noch ein bisschen Spaß gehabt mit Holz. Ich werde den Spaß auch heute im Laufe des Abends noch weitermachen, weil ich brauche einfach mehr, damit ich da effektiv was tun kann. Was wir jetzt noch machen, wir gehen da hin und machen kurz ein, zwei Ladungen on screen, damit ihr ein bisschen was zu lachen habt.
Und ich denke, das werde ich nicht in der Innenansicht machen, weil das kriege ich eh nicht auf die Reihe. Und jetzt knallen wir das da rein, dann gucken wir mal, ob das als Brennstoff zählt oder ob da was passiert, ob sich da was verändert. Also da wird schon mal nichts angezeigt. Steht als Null da, warum? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht null. Brennstoff, 0%. Ja, wo muss denn der Brennstoff rein? Also Holzstämme sind ja nahezu voll. Ja. Wo muss denn der Brennstoff rein? Damit die ganze Kacke funktioniert hier. Oder will der die Hackschnitzel da drüben in das kleine Ding reinballern? Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein, oder? Geht da nur Stroh? Weil Hackschnitzel kommt doch bestimmt hier raus, oder nicht? Hm. Gucken wir uns jetzt noch an. Das Video wird ein bisschen zu lang schon wieder. Ja, ich weiß. Sorry. Wo könnten das noch hin? Das kann ja nur da rein, aber das ist eigentlich falsch, oder? Das kann ja nicht sein, weil Brennstoff... Oder es zählt wirklich, war nur als Brennstoff Stroh, aber das wäre saudoof. Das wäre richtig saudoof. Hm. Oder muss es unbedingt in das Gelbe rein? Kann natürlich auch sein. Aber dann würde ich ja da keine Anzeige haben, ich habe da ja eine Anzeige. Jetzt ist die... Warum steht da 0? Warum hat das nicht registriert? Soll das ernsthaft hier dann rauskommen? Das macht doch keinen Sinn. Oder muss es weiter nach hinten? Das kann nicht sein. Das ist ja hier so ein Bunker und den haben wir ja da drüben auch. Und da... In diesen schönen Bunker kommt doch dann bestimmt das fertige Produkt. Ui, ui, ui. Dann machen wir uns jetzt einfach den Spaß. Wir schnappen uns jetzt eine Schaufel. Ich meine, wir haben genug und ich kann auch schnell wieder etwas herstellen. Das ist kein Problem. Was soll's. Muss ich ein bisschen mit Bäumen rumärgern, aber das kriege ich schon hin. Dann ärgere ich mich halt ein bisschen mit Bäumen. Was soll's. Und dann holen wir halt nochmal neue Hackschnitzel notfalls. Jetzt, wenn wir die jetzt versaubeuteln, aus welchem Grund auch immer. Ja, dann füllen wir jetzt einfach mal hier eine Schaufel rein. Ist mir doch auch egal. Was passiert mit der Schaufel dann? Nix. Ist schon mal cool. Gar nichts passiert mit der Schaufel. Das ist natürlich sinnig. Alter, er geht mir auf den Keks. Ich habe gedacht, ich nehme das kurz auf und kann das jetzt gleich verarbeiten. Jetzt wird das schon wieder ein relativ langes Video, weil ich hier am Versagen bin. Ich hätte es mir ja auch einfach mal angucken können, irgendwo, wo es funktioniert, ja. Aber nö, Learning by 3 in Error macht viel mehr Spaß. Ja, damit. Ja, den Rest können wir uns danach auch noch holen. Das war jetzt sehr sinnig. Also hier gehört es auf jeden Fall nicht hin. Also das gehört bestimmt nicht in den Bunker da. Das stimmt nicht. Das muss der Brennstoffbunker sein da drüben. Und warum das nicht zählt, muss ich nicht... Ui! Muss ich nicht verstehen. So. Und, steht jetzt was da? Nö. Also geht echt nur Stroh.
Och Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ich habe kein Stroh. Soll ich Stroh kaufen oder was? Wo soll ich Stroh kaufen? Ich kann kein Stroh kaufen. Warum kann ich nicht genauso gut Hackschnitzel nehmen? Was ist denn das für ein Dreck? Entschuldigung. Oder müssen die echt da in den Bunker? Warte, das probieren wir jetzt auch noch aus. Was soll's denn? Jetzt ist eh schon zu lang, das Video. Weil mittlerweile habe ich es echt manchmal geschafft, mal ein Video nicht so ellenlang zu machen. Das kriege ich langsam auf die Reihe. Weil es muss ja nicht dauern bis, was weiß ich wann. Da. Okay. Oh oh, nicht ganz so hoch, sonst kippen wir. Dann ballern wir das mal in den anderen Bunker, wer weiß, aber das ist Quatsch. Naja gut, es wäre natürlich sinnvoll, weil da ja ein Auswurf ist, dass der... Naja, vielleicht war ich doch ein bisschen dumm. Warte mal. Kann sein, dass ich gerade ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Aber hier steht immer noch genauso 0. Wäre aber natürlich sinnvoll dahingehend, weil dass da oben eben die Hackschnitzel rauskommen sollen. Ja, hier steht nichts von Brennstoffen drin. Also geht echt nur Stroh, das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Also es tut mir leid. Brennstoffe leer, ja, wo sollen denn die rein? Oder muss hier Diesel rein? Ich glaube, ich muss mir das beim FedEx beim Daniel mal angucken. Und so lange muss ich es jetzt hier leider erstmal kurz lassen. Verstehe ich aber nicht, weil irgendwo. Ja, jetzt stand ich gerade so. Genau, dass er keine Paletten produzieren kann. Aber das ist doch. Ich muss doch Hackschnitzel genauso nehmen können. Als Produkt. Als Brennstoff. Wo ist denn jetzt ein scheiß Problem? Ja gut, also ich nehme an, das ist entweder nur ein Lagerbunker oder was. Ja, keine Ahnung. Wo da jetzt die Brennstoffe rauskommen sollen, weiß ich nicht. Wo die Brennstoffe rein sollen oder ob es wirklich nur Stroh geht. Das ist natürlich jetzt doof. Da muss ich nämlich von dem Weizenfeld nochmal ein bisschen... Naja gut, was heißt... Ich habe genug, also es geht. Ich kriege genug Stroh raus. Weil wenn wir sehen, aus dem Feld 20, das machen wir jetzt auch noch die Erklärung kurz, habe ich Stroh rausgekriegt für die Rindsviecher, um die voll zu beladen. Um die Futterfabrik einmal mit 80 oder 90.000 Stroh zu beladen, Liter. Und um in meinem Bunker auf dem Hofsilo auch noch 40 oder 48.000 zu haben. Gucken wir mal. 48.000 sogar. Das heißt, wir kriegen aus dem Feld 2, wo wir Strohablage einschalten können, weil wir ja Weizen haben, da kriegen wir also das 3- bis 4-fache raus an Stroh. Okay, könnte gut werden. Dann gut, dann kriegt man ein bisschen was an Brennstoffen hin, aber das kotzt mich jetzt so ein bisschen an, weil eigentlich ist doch das genauso ein Brennstoff. Das kann doch nicht irgendwas sein, ey, dass das unbedingt Stroh sein muss. Oder geht Mist? Dann baller ich Mist, nein, mir doch egal. Naja gut, okay. So viel dazu. Wir haben wieder mal ein bisschen gefailt beim Beladen der Holzverarbeitung. Es ist einiges produziert worden. Ja, das kann ich jetzt alles noch irgendwie wegkratzen wieder. Das mache ich dann offscreen. So ein Scheiß. Ja, kann das alles wieder hier rausballern. Das zählt nicht. Und versuch's mit Stroh. Und wenn das auch nicht geht, dann muss ich nochmal angucken, wo ich das befüllen soll. Was ich da vielleicht falsch verstehe. Weil... Funzt nicht, ne? Oder muss ich echt daran... Weil da ist ja ein Tank und muss da irgendwie Diesel reinballern oder was? Muss da Biodiesel rein? Aber das ist doch scheißegal. Hey yo, das könnte natürlich sogar sein, ne? Dann müssen wir uns mal das Fuelfass holen, das haben wir nämlich auch noch nicht. Aber das Geld haben wir ja, ist ja scheißegal, wir schwimmen in Geld. Und müssten das hier irgendwo anballern. Wie Automatik. Ach so, nee, manuell, passt schon. Sonst ballert er einfach raus, ja. Ja, und dann versuchen wir mal hier das hinzustellen, das Fass, und da, ob man irgendwas überladen kann. Aber eigentlich sieht es
nicht so aus. Das sieht schon eher so aus, dass hier die Hackschnitzel rauskommen sollen. Und ja, da eigentlich der Brennstoffbunker ist. Aber das geht ja wohl nicht. Vor allem, weil da eben schon so Abfälle sind und so. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann da irgendwas rein. Na gut. Was ich noch machen wollte. Ah, das machen wir beim nächsten Mal. Mal den Komposter angucken. Ja, den Wasserankauf, den brauche ich nicht. Da kann ich natürlich Wasser verkaufen. Bist du eigentlich Wasserankauf? Was kriege ich dafür? Hä? Wasserankauf, ja und dann? Kann ich da Wasser jetzt verkaufen oder was kann ich da machen? Also produzieren kann ich zum Klärwerk, ist klar. Indem ich meinen Mist und meine Gülle hinbringe. Soweit verstehe ich das schon. Es gibt da nichts weiter. Das kann nur das sein. Okay. Also ist das einfach der Trigger? Ja, das ist aber ein Verkaufstrigger hier. Dann vielleicht doch, dass man. Produzieren tut es ja nichts. Ja, komm. Also das Video ist eh viel zu lang. Lass uns gut sein. Da kann man anscheinend dann das Wasser verkaufen, einfach was man in der Kläranlage reinigt. Ja, vielleicht. Kann sein. Aber das nutze ich lieber selber, weil ich zahle doch nicht für mein Wasser noch. Auf meinem Hof, selbst auf meinem eigenen Hof an dem Brunnen, muss ich das Wasser bezahlen. Ja, dann nehme ich doch lieber das hier. Aus der Kläranlage dann später. Genau so machen wir das. Also, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Vielleicht weiß jemand, was ich da für ein Blödsinn gemacht habe, was da nicht passt. Oder ob eben wirklich mal nur Stroh geht. Das wäre ein bisschen nervig, aber okay. Dann ist es wohl so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Ansäen von Mais. Beziehungsweise vielleicht auch schon, ja, ich glaube, das brauche ich ja nicht mehr zeigen. Besäen, das ist ja scheißegal. Dann sehen wir uns vielleicht einfach dann wieder am nächsten Tag, wenn irgendwas reif ist. Weil ich glaube, der Weizen wird heute auch nicht reif. Und wenn er heute reif wird, kann ich ihn vielleicht nicht dreschen, weil es abends wird. Das wird dann nichts. Na gut. Bis denne.